Dankeschön. Liebe Kollegen, liebe Aufrechte und Standhaften, ich bin Marlon Deta, 50 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter und komme aus Werder an der Havel. Ich bin extrem werteorientiert und radikal im Ansprechen von Fakten, Problemen und Realitäten. Mein Werdegang in unserer AfD ist geprägt von der Übernahme von Verantwortung in unserer Partei für unsere gemeinsame Sache und für unsere Werte. Seit 2019 bin ich Abgeordneter in der Stadtverordnetenversammlung in meiner Heimatstadt Werder an der Havel und Abgeordneter im Kreistag Potsdam-Mittelmark. Seit 2019 bin ich Mitglied des Kreisvorstandes und seit nun fast 2 Jahren auch der Vorsitzende unseres Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark. 2019 bin ich als Direktkandidat im Wahlkreis 19 im Landtagswahlkampf eingetreten und zur Bürgermeisterwahl 2022 in Werder bin ich auch für unsere Partei angetreten. Seit dem letzten Jahr bin ich Mitglied im Landesvorstand und wurde von euch am 16. März für eine weitere Amtszeit in den Landesvorstand gewählt. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich. Als ich in unsere AfD kam, sagte man zu mir, so, jetzt musst du erstmal die Ochsentour machen. Ja, ich habe Verantwortung übernommen, viel Erfahrung gesammelt und auch sehr viel gelernt dabei. Heute weiß ich nun, was es heißt, eine Ochsentour zu machen und ich blicke mit Stolz zurück auf diese Zeit, aber auch mit Demut. Denn allein ist man nicht erfolgreich. Ich habe eine Familie, die immer voll an meiner Seite steht und ich hatte und habe Kollegen und Teams in meinem Umfeld, mit denen ich gemeinsam erfolgreich war und bin. Nun blicke ich nach vorne und sage, liebe Kollegen, es ist Zeit für uns, es ist Zeit für unsere AfD und ich sage auch nicht mehr, ich möchte, ich sage nicht mehr, ich will, ich sage, ich werde. Ich werde für den Erfolg unserer Alternative für Deutschland im Wahlkampf meine Arbeit für uns machen und dafür kämpfen, dass ich anschließend für die Menschen da draußen das Mandat umsetzen darf. Dieses Jahr ist ein Schicksalsjahr für unser Land. Wir werden das Imperium der Kartellparteien zum Einsturz bringen. Hier im Osten wird die Arroganz der Macht ins Rutschen kommen. Hier in Brandenburg werden wir den roten Sumpf trockenlegen. Alte Altparteien haben Verrat am deutschen Volk begangen. Grüne Ideologie, rote Idiotie, schwarze Verlogenheit und gelbe, die mal vor langer, langer Zeit freiheitliche waren. Sie alle tragen die Verantwortung für die systematische Zerstörung unserer Wirtschaft, die systematische Zerstörung unseres Wohlstandes, die systematische Zerstörung unserer Kultur, unserer Identität und unserer Landschaft und die systematische Zerstörung der Zukunft folgender Generationen. Es sind die Fesers und Haldenwangs und Co., die uns scheibchenweise die Freiheit nehmen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen. Und sie machen alle mit. Sie alle tragen auch die Verantwortung für eine Spaltung in unserer Gesellschaft, die unser Land noch nie gesehen hat. Ich werde um das Vertrauen der Menschen kämpfen und das Mandat zu halten, als Volksvertreter all diese Fehlentwicklungen umzukehren. Dass die Bürger sich nicht länger als Untertan vorkommen und ausgepresst werden. Und die feinen Damen und Herren der Altparteien das erarbeitete Geld der Bürger nicht weiter veruntreuen. Ja, ich nenne es auch veruntreuen, denn es ist nichts anderes. Ich habe schon so viele Gespräche mit den Bürgern rausgeführt und ich sage es frei aus, die Leute haben die Schnauze voll. Die Leute haben die Schnauze gestrichen voll. Sie können und wollen auch das Wort Transformation nicht mehr hören. Sie wollen all diesen Irrsinn nicht mehr. Haben wir nicht alle schon den Satz gehört, das ist ja wie damals in der DDR? Die Menschen wollen frei sein und ihr Leben selbst gestalten, ohne Bevormundung und Besserwisserei. Sie haben schon längst verstanden, worauf es ankommt bei den Wahlen, die anstehen. Und die vielen Menschen vertrauen uns. Dieses Vertrauen ist für uns Verpflichtung zu liefern. Und genau dafür werde ich meinen Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen. Ja, ich werde Verantwortung übernehmen, dass wir das, was wir versprechen, auch umsetzen. Für die Menschen, für unsere Heimat, für unser Land. Und ich wiederhole es immer wieder gern. Kämpfen wir in den nächsten Monaten für unsere Werte und leiten den Politikwechsel ein. Beginnen wir hier im Osten und ziehen in den Wahlkampf für Frieden, Freiheit und Demokratie. Für unsere Heimat, für unser Land und für die Menschen da draußen und unser aller Zukunft. Ich danke euch.